Und in der Früh steht gleich mal Physik auf dem Stundenplan. Das heutige Thema: Elektrodenverbindungen und Leitersysteme. Aus dem Klassenzimmer haben die Schülerinnen immer den Regensburger Dom im Blick. Rund 340 Mädchen werden hier in 12 Klassen unterrichtet. Es gibt einen strukturierten Tagesablauf. An jedem Morgen vor dem Unterricht wird gemeinsam gebetet. Es gibt einen eigentlich so eine Motivation für den Tag wieder, dass man, was heute wieder kommt und dass man einfach ein bisschen zur Ruhe kommt vor der Schule. Dass wir indirekt so das mit uns mitgegeben wird, das merkt man auch ein bisschen, wie wir uns dann auch geben, wie wir unsere Einstellung zu der Kirche, zu dem Glauben, das merkt man dann schon, ja. Das gibt mir irgendwie einen guten Start in den Tag. In der dritten Stunde wird es in der nahegelegenen Turnhalle sportlich. Grundsätzlich merken wir bei unserem Besuch, dass es unter den Schülerinnen harmonisch zugeht. Der Zusammenhalt in Niedermünster stimmt. Das fangen wir schon an, wenn wir die fünften Klassen begrüßen oben in der Turnhalle. Da kommt dann die sechste Klasse und begrüßt schon alle. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Also das ist eigentlich unser Leitsatz. Gemeinsam freuen wir uns, dass unsere Neuen kommen. Ja, und sonst ist mein Leitsatz bei der Beratung eigentlich immer, es soll euch gut gehen. Das ist so mein Leitsatz. Es soll euch an der Schule gut gehen und es soll euch auch mit der Beratung gut gehen. Den Schülerinnen soll es auch im Mathematikunterricht gut gehen. Dafür sorgt Schwester Angela mit ihrem anschaulichen Unterricht. Im vergangenen Jahr erhielt Niedermünster das Zertifikat für nachhaltige Schulentwicklung. Und das sicherlich nicht ohne Grund. Es ist halt eine sehr persönliche Schule und jeder Lehrer kennt einen und weiß auch, wo man Stärken, wo man Schwächen hat und kann einem dementsprechend helfen. Es wird auf jeden geachtet, es wird geschaut, dass jeder mitkommt im Unterricht und das gefällt mir sehr gut. Also ich gehe gerne in die Schule, weil es einfach schön klein und fein ist, man kennt alle und ich finde den Unterricht da ganz schön und die Lehrer haben ganz nett. Ja. Ja, ich finde auch, dass die Lehrer voll nett sind und die Schule auch sehr schön ist und coole Klassenkameraden, ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte die Schule davor noch nicht, aber ich habe die Schule lieben gelernt. Ich bin ja jetzt seit 6 Jahren schon an der Schule und es ist einfach, man fühlt sich hier wirklich wie eine Familie. Also wirklich, meine Freunde in der Klasse sind auch wirklich wie Geschwister für mich und ich kenne auch jeden und die Lehrer sind auch total nett. Ja, also ich fand die Schule auch vom Aussehen her auch sehr schön und man ist da auch so herzlich willkommen und wenn man gleich reingeht, dann ist es einfach schön. Willkommen sind die Schülerinnen auch jederzeit in der anliegenden Niedermünsterkirche. Mehr zur Realschule und zum pädagogischen Konzept gibt's jetzt in unserem Talk. Willkommen zurück und wir sind jetzt bei Schwester Rita. Sie leitet die Mädchenrealschule Niedermünster. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Grüß Gott. Schwester Rita, jetzt haben wir im Beitrag eine ganz nette Umfrage gesehen unter den Mädels und die scheinen alle total begeistert zu sein von der Schule. Was würden Sie sagen, was macht Niedermünster vielleicht einfach so aus? Ich denke, das ist einfach die Atmosphäre. Mhm. Wir sind eine überschaubare Schule, ein familiärer Betrieb sozusagen und es zählt jede Schülerin und jede Schülerin, denke ich, fühlt sich auch ernst genommen und angenommen und das ist einfach die Niedermünster-Atmosphäre. Mhm. Auf Ihrer Homepage haben wir einen Slogan lesen können, lebendig in Tradition heißt es da. Was bedeutet das? Unsere Schule gibt es ja schon sehr lange. Wir sind 1854 gegründet von unserer Ordensgründerin, der Mutter Theresia Gerhardinger. Also eine lange Tradition, eine lange Bildungstradition hier im Haus. Aber wir wollen ja nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern wie unsere Gründerin in die Zukunft schauen. Sie war ja der Zeit immer voraus und hat zum Beispiel sehr viel getan für das bayerische Schulsystem. Nicht umsonst ist ihre Büste in der Walhalla. Und so schauen wir, dass wir heute unseren Mädchen bieten, was sie fürs Leben brauchen. Das ist eine ganze Menge, wahrscheinlich. Zum pädagogischen Konzept bei Ihnen an der Schule, wie ist das aufgebaut? So als Slogan könnte man sagen, unseren Niedermünster-Schülerinnen stehen alle Türen offen. Und von dem alle, dass sie erst einmal ankommen in eine schöne Schule, also rein vom Äußeren her, und dass sie etwas leben können, dass sie lernen können und
dass sie sich entfalten können, auf vielfältige Weise ihre Talente entdecken und neu ausbauen. Ganz praktisch, wer kann zu Ihnen auf die Schule kommen? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Also rein rechtlich müssen die gleichen Voraussetzungen gegeben sein wie an staatlichen Schulen, denn unsere Zeugnisse verleihen auch dann die gleichen Berechtigungen. Und sonst gibt es keine Einschränkungen. Also wir haben katholische natürlich und evangelische genauso, die haben dann parallel ihren Religionsunterricht. Wir haben auch einige nicht getaufte Mädchen, was allerdings bei uns Voraussetzung ist, dass sie den Religionsunterricht besuchen müssen. Okay. Also bei uns gibt es keinen Ethikunterricht. Okay, aber das lässt sich wahrscheinlich ganz gut organisieren, dann trotzdem immer eine Lösung finden, oder? Ja, also da ist vorher ein Gespräch mit Eltern und wenn sie das mittragen können, sind die Mädchen herzlich willkommen. Wie sieht denn so ein Tag für die Mädchen bei Ihnen an der Schule aus? Wie ist der organisiert? Also es beginnt bei uns mit dem Morgengebet. Und dann ist einfach halt Unterricht, wie halt mit allen Höhen und Tiefen und manchmal Überraschungen, wenn es halt Schulaufgaben sind nicht überraschend, aber Stehgreifaufgaben. Und es gibt auch die Möglichkeit bei uns, dass man Nachmittag bleibt in der offenen Ganztagsschule, also dass es ein Mittagessen gibt und dann Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung. Und am Nachmittag gibt es auch ein vielfältiges Angebot von Wahlfächern. Also musisch sind wir sehr gut aufgestellt, also von Chor und Bläsergruppe und Schulband und Kammermusik und Gitarre lernen und Schlagzeug lernen. Wird nicht langweilig. Oder auch vom Sprachlichen her. Wir haben schon einige Jahre jetzt eine Fremdsprachenassistentin aus Amerika. Wir Schulschwestern sind ja international und unsere Schwestern in Amerika haben Colleges. Und da suchen die dann für uns eine Studentin aus, die gerne ein Jahr nach Deutschland geht. Und sind Native Speakerinnen und die meisten können kein Deutsch und von daher sind unsere Mädchen gezwungen, dass sie Englisch reden. Und das ist ja der Sinn der Sache. Gleich viel besser. Und da gibt es das Wahlfach English Conversation oder dass die auch in Unterricht mitgeht, Team Teaching mit den Englischlehrkräften oder über Amerika berichtet, über Schulsystem oder Feiern oder so. Also eine sehr tolle Sache. Ja. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie auch immer mit der Moderne gehen wollen, obwohl Sie eine lange Tradition haben. Jetzt haben sich die Jugendlichen in den letzten Jahren auch verändert und es gibt immer neue Entwicklungen. Ist es schwierig, da mitzugehen oder haben Sie auch Dinge konkret geändert so auf die letzten Jahre? Ja, es ist natürlich eine große Herausforderung für die Schule, zum Beispiel am technischen Stand der Zeit zu sein. Also wir haben WLAN an der Schule und wir haben jedes Klassenzimmer mit Beamer ausgestattet. Aber die Frage ist auch, wie geht es weiter? Machen wir iPad-Ausstattung, die man weitergeben kann an die Klassen? Das ist eine schwierige Sache. Und was mir auch auffällt, dass es immer mehr notwendig ist, den Kindern auch eine Heimat zu geben. Also dass manchen, glaube ich, das wirklich gut tut, dass sie einen festen Rahmen haben, dass sie eine Klassengemeinschaft haben, wo sie aufgefangen sind. Also wir haben das Klassenraumprinzip, dass jede Klasse ihr Zimmer hat und der Lehrer wandert und so kann die Klasse das Zimmer gestalten und kann einfach das persönlich gestalten. Und ich glaube, das tut vielen gut, dass sie da aufgefangen sind. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Antwort auf Ihre nächste Frage kenne ich jetzt eigentlich schon, weil wir haben uns gerade vorhin unterhalten über Klassentreffen und so weiter. Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Schülerinnen? Ja, weil es gibt auch immer wieder bei Ihnen Treffen, ne? Auf jeden Fall. Also, dass manche so zum bestimmten Jahrestag, Jubiläum die Schule besuchen und eine Schulführung bekommen. Oder zum Beispiel war erst Tag der offenen Tür und da schauen viele vorbei und organisieren unter sich so ein kleines Treffen und wollen halt ihre Lehrer treffen. Oder im Sommer jetzt, dann haben wir wieder Schulfest und da sind ehemalige immer da. Auch 50-Jährige sogar, haben Sie gesagt, genau. Gell? Genau, ja. Das ist dann interessant, was die erzählen aus ihren Erfahrungen. Aber es ist eigentlich immer der Grundtenor, auch wenn es vielleicht damals etwas sehr streng war oder manches halt nicht so gepasst hat, einfach von der Zeit her. Aber die Schule hat uns gut getan und die hat uns geprägt und was wir heute sind, das verdanken wir eigentlich der Schule. Also das kommt sehr stark raus und das freut mich immer.
Ist das das, was Sie vielleicht Ihren Schülerinnen auch mit auf den Weg geben würden, dass so eine Schulzeit einen auch so ein bisschen prägen kann, vielleicht fürs weitere Leben? Auf jeden Fall, ja. Und zwar, dass sie selber an sich glauben und ihre Fähigkeiten ausbauen und einfach tüchtige Frauen sind und aus dieser Haltung heraus dann auch Verantwortung übernehmen für ihr Umfeld in der Familie oder auch in Kirche und Politik. Also wir haben auch eine Landtagsabgeordnete, die bei uns Schülerin war. Einfach, dass sie sich engagieren. Sehr schön. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätten wir jetzt gar nicht finden können. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass wir zu Besuch sein durften. Gerne. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück.